Ahoi, meine lieben Geisterfreunde, heute gibt es aus aktuellem Anlass mal ein spontanes Völkchen von This is a Ghost, nämlich seit dem letzten Update, also seit gestern, ist eine neue Map hier zugekommen, Whispering Lake, so heißt sie. Wir bespielen die Map auch gleich auf Mitte, wir werden auch später mal auf Hard umsteigen, die Schwierigkeit habe ich jetzt auch frei und wir werden aber noch ein paar, ja, Spielchen auf Mitte spielen. Und werden uns dann die harte Schwierigkeit wann anders angucken. Morgen gibt es ja auch eine Folge von This is a Ghost. Das wird ganz interessant, weil wir einen ganz neuen Geist kennenlernen werden. Mit einer speziellen Fähigkeit. Ja, so viel dazu. Ja, ich würde sagen, wir starten mal. Vertrag starten auf Mittel und los geht's. So. Etwas kleinere Map mal wieder. Empfohlen für 1 bis 4 Spieler. So, da sind wir auch schon. Häuschen. Taschenlampe mal anmachen. Hier an einem kleinen See. Mit einem Steg. Bötchen. Sehr schön. Und das ist das Haus. So, das ist die Map. Ja, wir haben auch ein Obergeschoss. Alles klar. Wunderbar. Sieht schön aus. Sieht schön aus. So, dann schauen wir mal, ob wir schon irgendwas erkennen können. So. Aktivitätsmonitor lassen wir dieses Mal aus. Aber auch wenn der ausgeschaltet ist, ich glaube, das erkläre ich auch morgen, können wir hier trotzdem die Aktivität erkennen. Nur wir können sie unten links halt nicht sehen. So. Die Folge für morgen habe ich natürlich schon im Kasten seit ein paar Tagen. So. Okay, los geht's. Keine Verzerrung. Zumindest noch nicht. So. Kurz umschauen. Hier ein gemütliches Wohnzimmer. Mit einer schönen Anlage. Okay, Blutfleck. So. Erstes Bildchen ist gemacht. Ich guck nochmal ganz kurz hier draußen. Sieht aber alles gut aus. Dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Mhm. Schlafbereich. Das ist nur Staub, würde ich sagen, und keine Orbs. Okay. Noch sehen wir auch nichts Verfluchtes. Haben wir hier Toilette, Badezimmer, ja, Dusche. Alles klar. Okay. Hier noch einen kleinen Außenbereich. Okay, eine Verzerrung haben wir noch nicht gesehen. Auch keinen Orb. Und auch kein verfluchtes Objekt. So. Noch sehr ruhig. Dorthin. Ah. What the hell? Ah, wir haben noch neue Kommentare dazu. Verloren. Verloren. Vielleicht ist er ja auch hier. EMF2. Dieses rote Event. EMF4. Ist ja ein Zeichen dafür, dass der Geist verloren ist. EMF4. Da wird was gekritzelt. EMF2. 1950. Todeszeitpunkt. Und vielleicht haben wir hier noch den Namen. Nein, auch Todeszeitpunkt. Blut, Todeszeitpunkt, aber noch keine Verzerrung. Das heißt, wir wissen noch nicht. Fingerabdrücke. Und wir haben hier wieder den Lichtbogen. Elektrischer Lichtbogen. Ist das wieder der Raiju? So, mal kurz gucken.
Tulpa, NSS immer 5 Fingerabdrücke, verfluchtes Objekt. Ist das der Tulpa wieder? Fingerabdrücke haben wir. Dann hätten wir auch einen Orb, LSS, EMF5. Ich guck mal eben, ob hier irgendwo jetzt eine Verzerrung zu sehen ist. Damit wir auch mal wissen, wo der Geisterraum ist. Ich könnte natürlich mal ein Räucherwerk auslegen, damit sich die Energie wieder sammelt. Und dann hätten wir auch eine Verzerrung im Geisterraum. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ist so. Und dann gucken wir mal ganz schnell hier durch. Wie gesagt, die Energie bündelt sich jetzt bei den meisten Geistern. Und wir würden sehen, wo der Geisterraum ist. Hier schon mal nicht. Hier draußen auch nicht. Nein. Dann macht es uns nicht ganz so einfach. Was ist das? Aha. Neues Foto. EMF. Nur auf 2. Wo scheint denn nur sein Geisterraum zu sein? Ich guck noch mal eben oben nach. Ein paar Fotos bräuchten wir natürlich noch. Todesursache. Vielleicht kriegen wir dann auch ein EMF5 hier. Was dann auch wieder für den Raiju sprechen wird. Da haben wir den Namen. Miss Freeman. Dann komm. Sag uns mal, woran du gestorben bist. Und wir müssen sie erwischen, wenn sie unsichtbar ist. Vielleicht mache ich das wieder mit den Bewegungssensoren. Einmal hierhin. Okay, das hat nicht gezählt. So. Was haben wir denn hier? Trinken. Alles klar. Sie ist also ertrunken. Schade, dass wir nicht wissen, wo der Geisterraum ist. Ich hoffe nicht, dass die das mit der Verzerrung weggenommen haben. Nämlich dann wird das natürlich etwas schwieriger mit dem Geisterraum. Ich werde jetzt aber hier mal Sensoren platzieren. Wir scheinen da ja oft unterwegs zu sein. Das mit der Engstelle könnten wir vor allem hier probieren, ne? Mit dem Sensor, mit dem Treffen. Machen wir das mal. So. Dann die Kanone. Ist ja eine Nebenaufgabe. Einmal abwehren, wenn der Geist unsichtbar ist. Und das mit der Pistole. Und mit dem brennenden Blitz. Alles klar. Also müssen wir das 2-mal machen. Ich glaube, da waren wir zu langsam. Oder wir haben vorbeigeschossen. Ich weiß ja nicht, wie groß der Geist ist. Ah, daran lag's. Ein kleiner Geist. Und einmal mit der Kanone hier, mit dem brennenden Blitz. Das war nur ein Gewitter. Nur ein Blitz. Ich bück mich mal. Na komm schon.
Fußabdrücke sehen wir aber nicht. Noch nicht. Aber ich denke schon, dass das der Raichu ist. Ich glaube, wenn diese Lichtschalter so elektronisch aufgeladen sind, ist das immer der Raichu. Oder halt der Tulpa, der uns versucht zu veräppeln. Na komm schon. Der Geist braucht ein bisschen Zeit. Mal kurz gucken. Verzerrung sehen wir immer noch nicht. Ich guck noch mal kurz. Vielleicht nochmal Räucherwerk auslegen. Ich lege nochmal Räucherwerk aus. Noch einmal kurz durchgucken. Ansonsten müssten wir vielleicht raten. Ah, da unten. Da unten ist die Verzerrung. Alles klar. Dann laufen wir dort mal hin. So, also hier im Außenbereich. Hier. Am Tor. Verdammt. So. Und das wäre dann Spielplatz, genau. Der Spielplatz. Können wir uns das auch eintragen. Spielplatz, sehr schön. Höchstwahrscheinlich ein Raichu. Ich bleib dabei. Okay, dann hätten wir noch LSS für den Raichu. Ist hier draußen immer so ein bisschen schwierig. Na, vielleicht sehen wir ihn ja. Stimmt, ich wollte eben oben, da ist er doch. Das noch gezählt? Nein, leider nicht mehr. Aber wir haben ihn gesehen. Das wird der Raichu sein. Das wird der Raichu auf jeden Fall sein, denke ich. Ich wollte eigentlich oben mal gucken, ob wir dort ein EMF 5 bekommen. Ich glaube, ich hatte mein EMF gar nicht ausgerüstet. Naja. So. Dann hätten wir noch drei Bilder, die wir schießen müssten. Vielleicht haben wir noch Glück mit dem LSS. Dass wir ihn noch einmal draufkriegen. Wir können aber auch mal gucken, wo sich das Buch befindet. Dann könnte er dort noch was reinschreiben. Da hätten wir auch wieder ein paar Fotos. Wir gucken mal eben. Also wieder der Raichu. Denke ich mal. Gehe ich mal ganz stark von aus. Können wir das Feuer anzünden? Ah, schön. Schön romantisch. So. Das könnten wir dann auch während der Austreibung noch machen. Das braucht man nicht jetzt unbedingt. Büchlein, Büchlein, wo bist du denn? Wir brauchen noch ein paar Fotos. So, packe ich den wieder ein. Dann hätten wir unten aber auch einen Orb, ne? Hätten wir auch wieder ein Foto. Hier wäre das Ouija-Board. Davon können wir übrigens auch ein Foto schießen. Wenn er uns darüber eine Antwort gibt. Sonst natürlich nicht. Ist das Buch, ne? Genau, das brauche ich. Ein verlorener Geist. Höchstwahrscheinlich ein verlorener Raichu. So, jetzt gucken wir aber nochmal, ob wir hier den Orb sehen. Buch mal hier ablegen. Und dann gucken wir nochmal. Hier müsste dann noch ein Orb sein. Ist das ein Orb hier unten? Ich glaube schon.
Jawohl. Das ist der Reiter. Ich hoffe, dass er hier noch was schreibt und dass wir hier noch einen LSS-Geist bekommen. Während der Austreibung könnten wir dann auch noch ein Foto schießen. Also zwei bräuchten wir noch. Wir können natürlich auch mit dem Ouija-Board mal hantieren. Mal gucken, wo die Kerzen sind. Hier draußen ist keine. Na, ist alles gut. Hier habe ich aber irgendwo eine gesehen. Stefan hat auch noch nicht angerufen. So, hier eine Kerze. Drei Stück waren das, ne? Drei Stück brauchen wir. Stand hier auch noch eine. Ja. So. Zwei und die dritte am Reacher-Board. Dann fragen wir einfach mal, wie Alda ist. Und machen davon ein Foto. Hello? Oder so. When did you die? Ah ja, Stromkasten. Verdammt nochmal. Die Sicherung muss hier raus sein. Ich dachte schon kurz, warum passiert denn nichts? Stimmt, stimmt. So. Ich weiß gar nicht, ob wir den Raichu so auch schwächen können, wenn wir die Sicherung rausmachen. Ob wir die Aktivität dann, ja, drosseln? Keine Ahnung. So. Hallo? Jetzt aber. How old are you? So. Das reicht auch schon. Und jetzt ruft Stefan an. Genau dann, wenn ich ihn brauche. Mal schnell flitzen. Ja, ich komm schon. So, jetzt haben wir nämlich alle Fotos. Ja. Alle Fotos voll. Wunderbar. Beim Raiju bleibe ich jetzt mal. So. Und dann können wir eigentlich mit der Austreibung beginnen. Ich glaube, das bietet sich auf dem Steg ganz gut an. Buch beschriftet. Ja. Ertrinken. Hier steht es nochmal. Aber da die Fotos voll sind, brauchen wir hier nichts mehr machen. So, also. Raiju. So. Und verloren. Knochenpulver. Zusammen mit Weihwasser. Verloren, jawohl. Alles klar. Sonst haben wir alles eingetragen, genau. Hier die Rune hin. Dann machen wir das erst mit dem Blitz. Okay. Da war er kurz sichtbar. Ich mache ihn mal wild. Ah, es gibt auch jetzt nur noch grüne und rote Fragen. Okay. Wird das auch abgeändert? Attack me! Jawohl. Das hätten wir auch. Und jetzt müssen wir dem Geist noch 10 Punkte hier in der Rune abziehen.
Jawohl. Und nochmal, Nebenaufgaben sind geschafft. Attack me! Na komm. Die Stimmen wurden überarbeitet. Attack me! Attack me! Na komm. Ich bin schon gespannt darauf, wenn wir auf hart spielen. Und? Der verdammte Sack. Na komm. Attack me! Aber jetzt. Jawohl. So, knapp 20 Minütchen haben wir gebraucht. Hat eine kleine Sucherei mit der Verzerrung. Aber ist eine schöne, gemütliche kleine Map hier. Gefällt mir. Ja, wunderbar. Ich guck nochmal eben. Jawohl. Alles klar, dann können wir los. Aktivitätsmonitor hatten wir auch nicht an, das heißt, wir kriegen noch einen Bonus obendrauf. Jawohl. Schön, dass die Geister hier auch, so wie der Raijo mit dem elektronischen Lichtbogen, solche Eigenschaften haben, woran man die Geister halt sofort erkennen kann. Na gut, der Tulpa kann uns ja immer veräppeln, so wie der Mimik auch bei Phasmophobia. Aber solche Eigenschaften, solche Merkmale machen so ein Spiel doch dann auch wieder interessanter. Wie gesagt, wir werden es auch mal auf hart spielen in der Zukunft. Da bin ich auch schon mal gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Und ja, das war die kleine Extra-Folge am Freitag. Wie gesagt, morgen gibt es dann einen ganz neuen Geist, den wir so noch nicht zusammen gesehen haben, mit einer speziellen Eigenschaft. Darauf könnt ihr euch dann freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Also ihr Lieben, bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut. Habt ein schönes Wochenende.